Ahoi, ihr Lieben, herzlich willkommen aus dem Hamburger Hafen und ich stehe hier vor AIDA Sol mit, ja, man sagt immer natürlich, der wichtigste Mann an Bord und heute ist das für Sie, würde ich mal sagen, so eine, ja, ein bedeutender Tag in Ihrem Berufsleben, denn Sie gehen heute am 1. September 2023 in Rente und man muss es sich mal vor Augen führen, nach wie vielen Jahren? In der Seefahrt nach 47 Jahren. Ja. Von der Beginn, von kleinen Matrosenlehrling. Ja, bis zur Entwicklung, bis zum Kapitän. Und das Bemerkenswerte ist ja, AIDA gibt es seit 27 Jahren. Und da fragt man sich, naja, 47 Jahre, wie viele Arbeitsverträge wird er da im Laufe der Zeit unterschrieben haben? Ja, und das ist das Kuriose, ein Arbeitsvertrag. Anderthalb, das sagen wir aber. Wir haben ja italienische Flagge, da musste noch ein bisschen was geändert werden. Ja, ja, ja. Aber ansonsten ein Arbeitsvertrag. Und das ist natürlich damit zu erklären, dass natürlich die Ursprünge, was wir natürlich niemals vergessen werden von AIDA bei der deutschen Seereederei liegen, also Staatsreederei in der DDR. Ja. Das heißt, auf was für Schiffen waren Sie da? Auch schon Passagierschifffahrt? Nein, ja, war auch schon mal als Lehrling, aber natürlich gestartet mit einem Lehrschiff, von der praktischen Seite her, mit der JG Fichte, das Ausbildungsschiff. Es gab ja auch zur See diese Serie, vielleicht kennen Sie sie. Man sagt, das war ein Vorläufer oder das war auch eine Kopie, na, beziehungsweise das Traumschiff war letztlich die Kopie davon. Da hat man sich abgeguckt, da hat sich was abgeschaut. Ja. Das ist, darf man nicht vergessen. Ja. Und als es dann so, ich meine klar, dann kam irgendwann die Wende und irgendwann bekam man dann wahrscheinlich mit, so, oh, da wird jetzt was bestellt, das soll ein Clubschiff werden. Wie ist das so in dem Moment gewesen? Haben Sie da oder dann gleich gesagt, so, oh, na, das erst mal gucken, was das so wird? Oder wie haben Sie das so wahrgenommen? Naja, die Wendezeit war ja ein bisschen eine Herausforderung, auch für die Seefahrt. Die deutsche Seereederei wurde ja dann final von der Reederei Leis übernommen und die managten das dann. Und die beiden, Herrn Herrau und Herr Schüss, die haben sich ja das dann alles ein bisschen geteilt. Der eine hat die Arkona übernommen und die Hotellerie, die da mit da rangehört. Und der andere Herr, die Frachtschifffahrt. Mhm. So, und dann wurde ein Konzept entwickelt, Kreuzschifffahrt. So, und ein ganz neues Konzept. Und dann brauchten die natürlich auch eine Besatzung. Und ich war damals einer der jüngsten Offiziere, die noch verfügbar waren. Und dann hat man gesagt, ja, Herr May, wie sieht's denn aus? Würden Sie denn nicht mal Kreuzfahrt, wäre das was für Sie? Naja, und als richtiger Frachterfahrer guckt man da schon ein bisschen nur mit einem halben Auge hin. Und dann hatte ich gesagt, gut, weil Sie sind, ich kannte die Personal, meine Einsatzleiterin, weil Sie sind, mache ich das ein halbes Jahr. So, und Sie sehen ja, aus dem halben Jahr sind 27 Jahre. 27 geworden. Ja. 2007 sind Sie Kapitän geworden. Ja. Was war das erste Schiff damals? AIDA Aura. Mhm. Habe ich da übernommen. Ich kann mich noch genau entsinnen, in Neapel in der Werft. Und Sie haben sich da jetzt gut abgestimmt, weil Sie jetzt beide in ähnlicher Zeit sozusagen in Rente gehen. AIDA Aura ist drei Wochen nach Ihnen dran. Ja, ganz genau. Das ist auch meine Schiffsgrößenklasse, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Die sind die AIDA Vita oder die K, die ist ja 96, die Vita und die Aura 2002, 2003 in Dienst gestellt worden. Das ist ja eine Schiffsgröße, so um die 200 Meter. So. Dann kommt hier die schöne AIDA Sphinx-Klasse mit 7 verschiedenen Schiffen ja in Papenburg gebaut. So, das ist der nächste Step. Und jetzt haben wir ja mit der Prima und der Nova ist ja die Entwicklung weitergegangen. So. Und es ist ja sonst so, man hört das immer so bei Kapitänen. Viele haben dann immer angestrebt, so möglichst oft das größte, neueste Schiff. Ja, ja. Waren Sie tatsächlich nicht so? Nee. Nicht so. Also mehr so der Klassiker. Ich bin mehr so für, ja, wo man eben die Gäste noch ein bisschen näher kennenlernt. Ich mag auch nicht so die Kurzreisen, weil nach 4 Tagen haben sie keinen Kontakt mit den Passagieren und sowas. Die kommen, zack, gehen essen auf Deutsch, gehen zweimal an Land und dann ist wieder Schluss. Ja. Deshalb solche längeren Reisen, über 14 Tagen, 17 Tage, jetzt hier, was Herr Eichhorn auch angesprochen hatte, hier von Hamburg in die Karibik und wieder zurück. Naja, das sind so viele Events, so viele Seetage, da wissen die Gäste dann schon, wer der Kapitän ist. Und manchmal sind ja auch Gäste, die ansprechen, ja, ich habe AIDA gefahren. Ja, und wenn ich dann, die sagen ja, auf welchem Schiff denn? Ja, das war das Schiff, das kriegen sie noch zusammen. Und wenn ich dann noch frage, ja, wer war denn der Kapitän? Keine Ahnung. Ja. Und dann sagen sie höchstens noch, ja, der hat Sächsisch gesprochen. So, bei den Durchsagen, ja. Das wäre noch ein Aufhänger, sowas. Aber ansonsten ist das oft, dass die gar nicht wissen. Es ist eben AIDA gewesen, ja. Naja, klar. Das ist natürlich aus Sicht von einem Unternehmen ist es gut, weil die wollen ja auch, dass die Leute auch wiederkommen, wenn sie jetzt in Rente sind, sozusagen. Na sicher, ja.
Jetzt wird ja so ein Kapitän natürlich immer gefragt, oh, was ist der Lieblingshafen? Ja. Deswegen frage ich mal umgekehrt, gibt es einen Hafen, wo Sie vielleicht in den vielen Jahren gedacht haben, so, ach, jetzt sind wir schon wieder hier, schon wieder, keine Ahnung, Civitavecchia oder ja. Na, für uns ist es ja immer wichtig, dass wir die Schiffe gut reinmanövrieren können. Ja. Dass wir zur Not, wenn schlechte Wetterbedingungen sind, einen Schlepper bekommen. Dass die Fenderungen an Pieranlagen gut sind. Also diese, das, was Hamburg hier alles bietet, auch hier mit der Landgangway, ja, dass das hier automatisch mitfährt. Mhm. So, das ist für uns komfortabel. Das gehört für uns dazu. Aber wo haben Sie das in der Welt? In Europa schon teilweise. Mhm. Aber teilweise haben wir auch, wenn wir jetzt hier schottische Häfen haben, da kommt, da tun wir einfach wie so eine Hühnerleiter ranstellen. Dann, ja, das ist natürlich dann für die Gäste, wenn wo Gezeitenunterschied ist, nicht ganz so komfortabel. Ja, ja, klar, klar. So, und deshalb, das passt dann alles, auch mit der Landstrom-Sache. Das ist alles so ein System, was für die Schiffe, die immer moderner werden, auch zielgerichtet ist. Mhm. Das gesamte Hafenumfeld. So. Mhm. Und dann gehören natürlich für die Gäste ganz wichtig Erlebnistouren. Also die wollen natürlich gerade der deutsche Tourist, der will nicht nur wie der Amerikanische, der geht gerne in der Terminal irgendein Shoppingcenter, was kaufen und dann wieder zurück. So, und hier der Deutsche, der will schon im Land und mit Leuten unterwegs sein. Deshalb unsere Shore Operation Abteilung hat natürlich auch viel um die Ohren, um Buchen und auch diese Wünsche zu berücksichtigen. Da. Ja, 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 klar. Und was war so Ihr Lieblingsfahrtgebiet, kann man das sagen? So eher das Warme, eher das Kalte? Ja, das Warme natürlich. Das Warme. Ja. Das Warme. Karibik ist natürlich im Winter schön. Ja. Auch für uns, was für uns wirklich für das seemännische Personal ist, dass wir nicht so lange Revierfahrten haben. Wenn Sie hier natürlich in Nordeuropa oder Westeuropa unterwegs sind, Hamburg, 6 Stunden rein, 6 Stunden raus, dann fahren Sie nach Southampton, 3 Stunden rein, 3 Stunden raus. Le Havre, dasselbe, 3 Stunden. Dann vielleicht noch Rotterdam rein. Das ist natürlich unwahrscheinlich anstrengend. So, und da ist eine Karibik, eine Pier, auf die Insel gesetzt, einmal Schiff drehen, rum, ran, perfekt. Ja, 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 das ist ja. Und die Gäste sind glücklich, Palme, Strand, und dann ist auch für mich mal Chance zu sagen, oh, heute gehe ich mal baden. Ja, ich schwimme, ich sehe das Schiff, Diensthandy liegt am Strand, spring rein, schwimme und alles ist schön. Ja, ja, ja. Jetzt letzter Arbeitstag, da muss, glaube ich, kommt immer der Botschafter oder Sie müssen in die Botschaft. Konsul. Der Konsul, ja. Für italienische Flagge, ja. Dann kommt der Nachfolger, so, ja. Haben Sie jetzt schon Pläne, was Sie machen wollen? Weil, wenn ich das mal so sagen darf, es ist jetzt nicht so, dass Sie jetzt so wirken, dass man denkt, na, da fällt zusammen. Ja, genau. Ja, ist ja. Ja, nein, ist so. Also ich habe das ja auch nicht von jetzt auf gleich beschlossen, dass heute Morgen gesagt haben, also jetzt mache ich Schluss. Ja. So, sondern das hat sich, würde ich mal sagen, 1,5 Jahre habe ich gesagt, ja, wie lange möchtest du denn noch fahren? Wie lange ist das? Und dann habe ich so Stück für Stück gesagt, ja, okay. Ich gehe in mein letztes Jahr. Das habe ich für mich so beschlossen. Und je näher Sie dann kommen, umso mehr ist auch die Erwartungshaltung. So, dass Sie sagen, oh, und Sie können das alles noch mal genießen. Ich habe jetzt in den letzten Monaten immer gesagt, oh, das ist mein letzter Anlauf dort. Das ist mein letzter Seetag. So. Und das kommt so langsam auch heraus. Und für mich wird eher, normal wäre ich jetzt ja auch abgestiegen und in Urlaub gegangen. Mhm. So, und nach 2 Monaten wieder aufs Schiff zurück. Nach den 2 Monaten. Da wird es interessant. Da wird es interessant, genau. Wo ich dann sage, ja, ich rufe da gar keinen mehr an. Ja? Wird ja gar nicht gefragt, ob ich noch mal fahren will oder so. Und dann muss ich natürlich das realisieren. Nein, es ist für immer. Ja. Aber ich habe einen guten Plan. Auch wenn ich das erzähle, meinen Lotsen, mit dem Lotsen spreche und so. Also die Zukunft wird sein, ich werde mir ein kleines, schönes Motorboot in Holland zulegen. Und dann dort, nicht auf dem Meer, aber in den Kanälen, auf dem Eiselmeer. Dort dann, sag mal, in Waterways. So, mir anschauen und das genießen. Vielleicht sehe ich mal ein AIDA-Schiff draußen fahren, dann schmunzel ich, da war es da auch mal. Ja. Gab es schon ein Wort hier, Überraschung oder Abschiedsgeschenk oder irgendwas? Ja. Also die ganze Reise schon. Hotel hat mir ein schönes Abschiedsgeschenk. Dann hatten wir vorgestern im Theater richtig ein Highlight, so, wo auch die anderen Schiffe Grußbotschaften geschickt haben, Videobotschaften und so. Und dann hat man eine schöne Torte. Sie hören es ja am Akzent, dass ich aus Sachsen komme. Dann hat der Chefkoch zu mir gesagt, was wünschst du dir denn Besonderes? Und da habe ich mir eine Eierschecke gewünscht, eine schöne. Ja. Da haben einmal, das kann er, woher soll der philippinische Galley-Mitarbeiter wissen, wie eine Eierschecke schmeckt in Dresden?
So, und dann hat der Chefkoch gesagt, das musst du so machen. Und da haben wir 3 Versuche gebraucht, bis die Eierschecke dann auch so aussah, wie sie in Sachsen gegessen wird. Sehr schön. Ja, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank und dann alles Gute für den Ruhestand oder Unruhestand, je nachdem, was es dann wird. Ja. Ich hoffe, ich kann es genießen. Gesundheit ist das Beste. Genau, das Wichtigste. Von daher, alles Gute, Kapitän. Gut, wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank.